Hallo und herzlich willkommen zum versprochenen Themenrückblick für die Woche vom 29. Oktober bis 4. November für I Know Your Game. Am Montag begann zwar unsere inoffizielle I Know Your Game Grusel Halloween Woche. Allerdings spürt man davon am Montag noch nicht so viel, denn wir hatten einen Comics der Woche Artikel auf der Seite mit dem Namen von Lucky Two und dem Dishon Nerd. Schaut mal rein. Am Dienstag gab es dann gleich ungleich viel mehr auf der Seite zu bestaunen. Unter anderem ein brandneues Forza Horizon Gameplay Video. Ich glaube 23 Minuten Länge oder so. Da rase ich durch die Gegend, durchs virtuelle Colorado und zeige euch ein bisschen was. Außerdem haben wir noch ein weiteres Video auf der Seite gehabt, wie bereits angekündigt, den zweiten Teil des Transformers Videogame Cast. Gordon und Herr Müller zeigen euch, wie es um Cybertron so bestellt ist. Außerdem werden sie sich noch ein wenig in Borderlands 2 behaken. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Sehr empfehlenswert fand ich auch folgendes Video. The Minecraft, ein Matrix-Minecraft-Mashup. Wir schauen mal rein. Minecraft is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Human beings are diseased. Ja. Wer mehr sehen möchte, sollte einfach mal bei uns auf der Seite vorbeischauen, entweder auf den Features-Button klicken oder ihr sucht einfach über die Suchmaske nach The Minecraft. Mittwochs präsentieren wir euch sehr gerne eine Top 10. Natürlich diese Woche, da Halloween war, mussten es gruselige Themen sein. Wir haben uns überlegt, was sind denn eigentlich die gruseligsten Gegner in Videospielen? Das Ergebnis könnt ihr auf der Seite nachlesen. Wie gesagt, Top 10 der gruseligsten Gegner in Videospielen. Es gab dazu auch eine sehr hitzige Diskussion auf der Seite. Einige waren der Meinung, dass der ein oder andere Gegner fehl am Platze wäre oder auf der falschen Stelle in unserer Top 10 einsortiert oder dass einige sogar ganz fehlten. Die Diskussion ist sehenswert, der Artikel ist es auch. Schaut am besten einfach mal rein. Was kann es Gruseligeres geben als die Hölle selbst? Das hat sich auch Johannes alias Totoro gedacht und hat sich die Doom 3 Big Fucking Gun Edition geschnappt und hat sie auf Herz und Nieren getestet, unter anderem natürlich auch den tollen neuen hochgelobten 3D-Modus. Wie das Spiel abgeschnitten hat, das könnt ihr auf der Seite nachlesen. Ich sage euch jetzt schon mal, es gibt Spiele, die altern nicht in Würde. Mehr sage ich dazu allerdings nicht. Außerdem hatten wir noch ein Fundstück, ein ziemlich schräges, was genauer betrachtet auch extrem gruselig ist. Es geht um gehirnwellengesteuerte Gimmicks, die am Körper... guck mal rein. Für ein Bullshit, oder? Also ich finde es unfassbar, dass man überhaupt sowas haben wollen würde. Gehirnwellen gesteuerter Katzenschwanz am Menschen angebracht. Ich glaube, den ersten, den ich damit sehe, dem zimmer ich eine, glaube ich. Freitag, also einen Tag nach Halloween, haben wir unsere am leichtesten zu gruselnde Redakteurin in eine aussichtslose und verzweifelte Situation gebracht. Wir haben ihr Anna vorgesetzt. Via Steam haben wir uns das besorgt. Großes Unterhaltungspotenzial. Die Schreie, die unsere gute Redakteurin von sich gibt, würden einem Horrorfilm sehr gut stehen. Ich kann euch versprechen, das ist unfassbar unterhaltsam. Außerdem wird es nicht der letzte Teil gewesen sein. Wir schicken sie noch einmal in dieses Spiel. Es wird großartig. Außerdem hatten wir am Freitag einen Unter-dem-Radar-Artikel, ebenfalls zu einem Horrorspiel, eines, was dieses Jahr auf der Wii bereits ein Remake bekommen hat. Die Rede ist von Project Zero, allerdings nicht Teil 2, sondern Teil 4. Das wiederum ist nur in Japan erschienen.
Wenn ich das jetzt richtig rezitiere, oh mein Gott, ich hoffe, ich rede mich nicht um Kopf und Kragen. Also schaut mal in den unteren Demarada-Artikel. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich wie man dieses seltene Kleinod auch bei uns und zwar mit englischen Untertiteln genießen kann. Das alles erklärt euch aber Totoro in seinem Artikel unter dem Radar Project Zero Fear, The Mask of the Lunar Eclipse. Außerdem haben wir am Samstag ein Flash-Game der Woche gehabt und zwar eines, das so gut ist, oder vielmehr deren Vorgänger so gut sind, dass man es mittlerweile auch im Xbox Live-Marktplatz kaufen kann, als Collection. Die Rede ist von The Fancy Pants Adventures World 3. Das ist unser Flash-Game der Woche. Das solltet ihr euch unbedingt einmal auf den Zahn gelegt haben. Inoffizielle Horror, Grusel, Halloween, I Know Your Game, Super Huper Duper Woche. Lassen wir damit ausklingen, dass wir euch endlich mal wieder einen DVD-Tipp ans Herz legen. Und zwar geht es um American Horror Story. Das präsentiert euch Manuela. Das Ding ist, wie gesagt, ein Import-Titel. Schaut euch das mal an. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe persönlich Blut geleckt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ganz schön eklig. Außerdem haben wir noch einen 80. I Know Your Game Podcast für euch mit wahrlich gruseligen Themen. Warum, wieso, weshalb, das könnt ihr nur nachhören oder nachsehen. Auf iTunes, auf YouTube. Ihr findet uns auf jeden Fall. Und auf der Seite natürlich. Außerdem gab es noch die Zusammenfassung der Vorzocker-Redaktionswoche sowie der Woche der Cineclash-Redaktion. Alle Videos in einem Artikel auf unserer Seite im Feature-Bereich. Dann hatten wir noch ein allerletztes, und zwar ein Gameplay-Video, nämlich Gameplay-Video Nummer 2 von Forza Horizon. Da zeige ich euch, wie man sich sein zweites Festivalbändchen abholt, wie man einen Zwischengegner erledigt und zeige euch noch eine ziemlich coole Location irgendwo mitten in Colorado. Wenn ihr mögt, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, I Know Your Game blickt zurück auf die Artikel der Woche. Macht's gut und bis denn.